Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder beim Käfer. Was genau wir heute tun, weiß ich noch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall mega viel Werkzeug und Scheiß gekauft. Das zeige ich jetzt mal kurz her. Ich habe mir jetzt so einen Luftschleifer gekauft mit kleineren Trennscheiben. Das werden wir jetzt natürlich dann gleich mal probieren. Genau, da sind so Schlüssel dabei gewesen. Jo. Außerdem habe ich mir fürs Lackieren so eine Maske gekauft. Die soll recht gut sein. Werden wir später mal probieren. Und ich habe mir eine Schutzbrille mitgenommen, da ich immer wieder gehört habe, ich soll nicht flexen ohne Schutzbrille. Heute hilft mir mein Vater. Das wird noch alles sehr lustig. Wir machen uns jetzt Unterstellböcke, so in 1,10 Meter Höhe ungefähr, 1,50 Meter breit, dass wir das Dach und später die Kabine schön draufstellen können. Und jetzt haben wir hier bei den Roststellen, haben wir mit verdünnter Salpetersäure mal probiert. Mein Vater sagt, das ist die beste Patinierung. Und wenn ich hier so drüber reibe, das Metall wird wirklich wieder schön blank. Ich hoffe nur, dass das für die Roststellen auch gilt. Die werden alle so schwarz und so. Also das müsste eigentlich eine gute Rostumwandler-Geschichte sein. Ja, werden wir sehen, wie das dann in einer Woche oder so aussieht. Eigentlich möchte ich nur mal das Blech, wo wir später nicht mehr dazukommen, mit dem Rostumwandler quasi behandeln. Jo, genau, so sieht's aus. Wir haben uns jetzt so Unterstellböcke gebaut. Ich hoffe, in Hochdeutsch sagt man Unterstellböcke, ich habe keinen Plan. Jetzt haben wir Schienen draufgelegt und mal das Dach grob draufgelegt. Ich habe ja noch das Problem, dass ich es ja, hier will ich es ja irgendwo absägen und dann hier drinnen so zurück. Und wahrscheinlich werde ich es dann ungefähr auf dieser Höhe abschneiden. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe, der Rest ist ja schon lose, das habe ich ja letzte Woche schon gemacht. Genau, und dann müssen wir mal nachsehen oder mal sehen, wie wir das machen. Auf dem alten Dach sieht man ja ganz gut. Hier habe ich ja noch so Knicke und einen Riss und alles. Das muss ja weg. Es ist halt noch die Frage, ob ich es wirklich bis hierhin und dann hier verschweißen will und dann die ganze Länge nach vorne. Das müssen wir noch sehen. Weiß ich noch nicht. Hier auf dieser Seite sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wir haben halt ein paar Roststellen, wieder einen Riss und alles. Ja, mal sehen. Keine Ahnung. Hier habe ich es ja abgeschnitten. Das werde ich jetzt wahrscheinlich dann später noch genau in dieser Kante hier absägen, damit wir das dann schön verschweißen können. Jo, genau. Dann werde ich das alles mal mit so, also morgen wahrscheinlich, heute ist wieder Freitag, das ist Samstag, werde ich hier wahrscheinlich alles mit diesem Salpetersäure-Lauge-Dingens da mal einschmieren und hoffen, dass dann in einer Woche das ganze Blech noch da ist. So ganz das Vertrauen habe ich noch nicht, aber mein Vater sagt, das wird alles, also wird das schon irgendwie was. Genau, das sieht jetzt mittlerweile, das sind jetzt schon wieder 1, 2 Stunden, sieht das so aus, das ist jetzt ein bisschen grünlich-gelb geworden, keine Ahnung, sehr mysteriös, aber ja, das dauert anscheinend eine Zeit, bis das wirklich funktioniert. Jo, mal sehen, genau. So, mein Vater ist gerade eine Stunde nicht da und wir haben gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Ich will das, ja, keine Ahnung, wir machen das einfach miteinander. So, bis er wieder da ist, werde ich hier jetzt mal die Löcher fertig ausbohren. Da habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. Ich habe schon einen Gewindeschneider, dann kann ich das gleich nachsägen. Also das Gewinde nachschneiden. Hier drüben bin ich ja schon fertig, das ist nur die andere Seite. Ja, das mache ich jetzt. Okay, das hat jetzt nicht so geil funktioniert. Jetzt habe ich die Plättchen einfach ausgebaut. Das sind zwei so Dinger. Jo, jetzt soll das easy gehen. Jetzt kann ich die Schrauben einfach von hinten mit einer Zange drehen. Ja, und dann sollte das kein Problem mehr sein. Ich habe hier hinten den Schlauch rausgegeben. Jetzt sieht man da recht schön, da geht der Heizschlauch. Also das Runde da unten ist der Heizschlauch. Hier seitlich, ich kann jetzt mit dem Finger nicht hinzeigen, aber hier seitlich stehen Nägel raus. Mit dem ist dieses Plättchen hier angenagelt oder geschraubt sogar. Jo, das werde ich dann auch noch kurz entfernen. Das ist nämlich ziemlich teuer, habe ich gesehen im Internet. So sieht das gerade hier jetzt hinten aus. Hier war oben das Plättchen eingehangen, das war nur so mit so einem Blech irgendwie versteift.
Unten war es verschweißt, das ist aber jetzt aufgebrochen, da ich sowieso so angedrückt habe mit dem Bohren. Ja, das werden wir schon alles irgendwie bekommen. So sieht das jetzt aus. Ich stelle mir gerade die Frage, was ich tun soll. Schon wieder, also Hirnschmalz, extrem viel schon rein investiert in das Ganze. Aber was denkt ihr? Soll ich ihn später lackieren oder einfach so lassen, wie er dann ist? Ich weiß, es ist noch Zeit bis dorthin. Deswegen werde ich, wenn ich dran denke, jetzt mal ein Voting hier drüben, denke ich, mit Informationen, ein Voting starten, wo man abstimmen kann, ob ich ihn sandstrahlen und lackieren soll oder einfach Red Look zusammenschweißen und dann so lassen soll. Das wäre halt dann quasi diese Farbe, nur halt mit Rostumwandler quasi die Roststellen und alles behandelt. Das wird ja dann so ein bisschen patiniert. Ja, also das wäre halt diese Farbe gepaart mit dem blauen Dach und nur die Schweißnähte und so. Mal sehen. Würde mich mega interessieren. Bitte stimmt mal ab. Es ist noch viel Zeit. Eventuell sehen bis dorthin ja noch ein paar Leute das Video und stimmen auch mit ab. Jo, genau. Yay, Fortschritt! Ja, schaut gut aus, das ausgelöst, oder? Ja. Das ist jetzt das neue Dach quasi. Wir haben es jetzt ausgelöst. Das liegt jetzt hier. Ist jetzt alles wunderbar. Hat gut funktioniert eigentlich soweit. Wie man sieht, ist das jetzt alles lose. Zack, mein Vater zieht gerade noch die Lederbänder raus und alles. Das ist jetzt quasi Ausschuss. Also, das ist nicht schlecht. Vielleicht kann es noch irgendwer brauchen. Mal sehen, vielleicht verkaufe ich das noch oder so. Genau, jetzt werden wir das neue Dach an den alten Käfer mal ranhalten und mal sehen, wo wir da jetzt noch was wegflexen und schneiden und so. Das machen wir jetzt. Ich kümmere mich gerade um diese Ecke hier. Hier muss ja dieses Blechstück noch weg. Auf der anderen Seite dasselbe. Jetzt habe ich gerade diese Ecke weggeschnitten, also da noch ein Stückchen weggeschnitten mit dem Luftschleifer. Den kann ich jetzt mal kurz zeigen. Das hier ist der Luftschleifer. Den kann ich jetzt noch so weit drehen. Und dann hat er eine harte Stelle, also der ist jetzt im Arsch. Diese Marke kann ich nicht empfehlen. Oil Daily. Ja. Der hat sich auf jeden Fall verabschiedet. Naja. Wir haben uns jetzt das hier gekürzt, das war ja vorher bis hinten. Das haben wir uns jetzt gekürzt, so ungefähr, wie lange wir das haben wollen. Hier wiederum haben wir uns jetzt auch zurückgekürzt und auch hier ein bisschen was weggeschnitten. Jetzt werden wir das Dach mal rauflegen und uns von innen anzeichnen. Also bei dem anderen Dach ist da jetzt noch ein bisschen mehr, dass wir halt noch was wegschneiden können. Und ja, das machen wir jetzt. Also wir haben uns jetzt das Dach mal raufgelegt. Sieht schon mega geil aus. Vorne die A-Säule, da vorne, die passt halt auch nicht. Das müssen wir noch machen. Aber ansonsten liegt schon echt geil drin. Gefällt mir mega gut. Das erste Mal, dass ich den Käfer mit einem Dach sehe. Also so mit richtig Dach. Mit nicht kaputten Dach. Genau, jetzt haben wir uns das mal ein bisschen so hingespannt. Also jetzt haben wir uns das mal so hingespannt. Hier auch seitlich hingespannt. Und jetzt werde ich hier mal ein bisschen reinschneiden, dass ich auf dem unteren Blech, das ja überlappend ist, ein bisschen mal sehe, wo ich das geschnitten habe. Dann passt das perfekt zusammen, hoffe ich. Sehr geil, ja. Sieht echt schon geil aus. Okay, wir haben jetzt quasi die überstehenden Sachen abgeflext und es sieht jetzt gerade so aus. Sehr geil. Ich habe auch diese Ecke ausgeschliffen vorhin, dass das noch original ist. Mega geil. Innen drinnen passen wir auch schon gut. Also hier haben wir jetzt noch einen Spalt, da ja die A-Säule noch nicht abgezwickt ist. Innen drinnen passen wir auch mega gut schon.
Hier ist eventuell, ja, das sehen wir dann, wenn das Dach mal richtig drin liegt. Auf der anderen Seite auch. Das kommt erst mit dem, das. Ja, das kommt erst noch. Aber von hinten muss ich sagen, hinten, das haben wir wirklich toll hinbekommen, ganz ehrlich. Ja, das sieht alles schon sehr, sehr gut aus, ganz ehrlich. Nach dem Loch können wir noch weiter zu. Mega geil, mega geil. Das hat richtig einen Sinn, Alter. Morgen hole ich noch die Türen, dann können wir das Dach noch ein bisschen einpassen, deswegen haben wir die A-Säulen noch nicht abgeschnitten. Leider komme ich morgen jetzt nicht dazu, das würde ja nächste Woche passieren. Aber Alter, gib dir das mal, das sieht ja schon mega geil aus. Sehr nice. Und die Patina gefällt mir auch extrem gut. Die sieht man jetzt auf der Kamera gar nicht so echt, also richtig, aber in echt ist das einfach so eine geile Patina. Mit dem Rost und alles, so geil. Und Rot und Blau, das passt irgendwie wirklich gut. Ja, sehr nice. Ich war jetzt bei dem Schrottplatz und habe eine Tür bekommen. Leider nur eine Tür, also nur die Beifahrertür. Aber ist ganz gut. Also die Tür selbst ist ganz okay eigentlich. Hat auch ein bisschen Patina, wurde schon mal überlackiert, also übergestrichen, denke ich. War original grau. Ja, das ist die Tür. Alles komplett, die ganze Tür. Hat jetzt nicht die Welt gekostet, Gott sei Dank. Ja, jetzt suche ich noch eine Fahrertür. Und ja, man kann das jetzt schon mal einhängen, dann haben wir wenigstens auf der einen Seite mal einen Referenzwert, würde ich mal beschreiben. Genau. Ja gut, das war's mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Es ist relativ viel passiert. Man sieht's. Mega geil. Mega, mega geil. Ja, danke fürs Zusehen und ja, nächste Woche gibt's ein neues Video. Also wieder einschalten, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Ciao.